So, God is good. Бог благ. God is good. Бог благ. God is good. Бог благ. Скажи соседу, он хороший. Sag zu deinem Nachbarn, er ist gut. Amen. Amen. Jesus ist der Beste. Иисус самый классный. Jesus ist der Beste, sag ich. Иисус самый классный. Ты слышал это еще самый раз? Лучший. Hast du das gehört? Jesus ist der Beste. Amen. Halleluja. Halleluja. Wie schön dieser Name ist, der Name Jesus. Как красиво это имя, имя Иисуса. Ich glaube, wir werden noch mal singen, aber я думаю, мы еще раз это про споем, но попозже. Как у вас дела? Wie geht es euch? Все хорошо, кроме маски, да? Euch geht's. Alles ist gut, außer den Masken. Okay, солнышко опять. Okay, es scheint wieder die Sonne. Gott ist gut, Halleluja. Бог благ, Halleluja. И мы в четверг праздновали праздник Вознесения Христова. Und wir haben am Donnerstag Christi Himmelfahrt gefeiert. Это сделали также Vatertag. Das hat man auch am selben Tag Vatertag gemacht. Это Вознесение Христова. Aber als erstes hauptsächliches ist das Christi Himmelfahrt. Поэтому поздравляю всех отцов, но прежде всего поздравляю всех нас с этим праздником. Deswegen gratuliere ich alle Väter, aber auch als erstes gratuliere ich zu Christi Himmelfahrt, die ist zwar vorbei. И праздник Вознесения празднуется. Und Christi Himmelfahrt wird gefeiert. Ja, когда Иисус был вознесен от земли. Als Jesus in den Himmel emporgehoben wurde. Und wir werden heute diesen Text aus der Bibel lesen, über dieses Ereignis. Das ist aufgeschrieben in Apostelgeschichte 1, in den Versen 4 bis 9. Ich werde jetzt auf Russisch lesen und ihr könnt das auf Deutsch auf dem Beamer mitlesen. Okay, Jesus после воскресения, собрав своих учеников, повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Я крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, садясь, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло из вида их. Мы читать уже не будем по-немецки. Wir werden das nicht mehr auf Deutsch lesen. Но в другом месте в Луки написано, что когда он благословлял их. Aber an einer anderen Stelle in der Bibel in Lukas steht geschrieben, wo er sie gesegnet hat. Когда он вот так сделал. Wo er so gemacht hat. Когда so. Благословляем, мы так делаем всегда. Wenn wir segnen, dann machen wir das immer so. Okay. Okay. И в этот момент Иисус стал подниматься. In diesem Moment wurde Jesus emporgehoben. Это был момент, который был шокирующим моментом. Das war ein Moment, der Schock ausgelöst hat. И поэтому ученики долгое время стояли и смотрели. Deswegen standen die Jünger noch lange da und haben nach oben geschaut. Они так долго смотрели, пока облако не забрало его. Die haben so lange nach oben geschaut, bis die Wolke ihn weggenommen hat. И даже когда облако забрало его, они все еще стояли. Sogar als die Wolke ihn weggenommen hat, standen sie immer noch da und haben думаю, geschaut. Я думаю, что у каждого челюсть отбила их пальцы на ногах. Ich denke, dass ihnen die praktisch die waren schockiert einfach. Also, dass ihr Kiefer ihnen die Füße abgeschlagen hat. Okay, хорошо. Короче, они были в шоке. Also, kurz gesagt, die waren schockiert. Настолько, so weit, ангел должен был прийти с неба, dass ein Engel vom Himmel zu ihnen kommen musste. И этот шок немножко убрать. Und diesen Schock ein wenig ihnen zu wegzunehmen. Представляешь, ангел с неба приходит. Stell dir vor, ein Engel vom Himmel kommt. Говорит, ребята, мужики. Und sagt, ey, Jungs, Männer. Чё вы стоите и смотрите на небо? Was steht ihr da und glotzt den Himmel an? Он уже ушел. Er ist schon weg. Bye-bye, ребята. Bye-bye, meine Lieben. Вам надо идти в ваш город. Ihr müsst in eure Stadt gehen. То есть они уже настолько стояли долго, что ангел боялся, что у них будет проблема с шеей. Die standen so lange schon da, dass der Engel sich Sorgen gemacht hat, dass sie Nackenstarre bekommen. И он должен был их распустить по домам. Und er musste sie nach Hause schicken. Иисус здесь, когда он прощался, Und Jesus hier, als er sich verabschiedete, он сказал им,
Er sagte zu ihnen, не отлучайтесь из Иерусалима. Ihr sollt nicht aus Jerusalem weggehen. И здесь не просто он сказал. Er sagte hier nicht nur einfach написано, so. Он повелел. Er sagte, er hat ihnen geboten, also befohlen. Befohlen. Это слово не означает предложил. Das ist ein, dieses Wort bedeutet nicht angeboten. Он также не попросил. Er hat sie auch nicht drum gebetet. Он gebeten. Повелел. Er hat ihnen befohlen. Повелел, знаете, er hat ihnen befohlen. Когда есть что-то опасное, wisst ihr, wenn etwas Gefährliches da ist, для своего ребенка, für sein Kind, то мы повелеваем детям. Dann befehlen wir den Kindern. Да? Мы им запрещаем. Wir verbieten ihnen. Мы говорим, смотри, не вздумай. Wir sagen, pass auf. То есть вот здесь что-то было очень важное. Das heißt, dass hier etwas Wichtiges da war. И вообще-то я Библии не читаю, кроме как Иисус повелевал бесам, чтобы он еще повелевал людям. Und überhaupt, ich lese nirgendwo in der Bibel, dass er außer den Dämonen irgendjemand noch befohlen hat. Но здесь etwas. Он повелевает ученикам. Aber hier befiehlt er seinen Jünger. И там написано, смотрите, не отлучайтесь. Und er sagte hier, passt auf und geht nicht aus Jerusalem это weg. Это было что-то очень важное. Das war etwas Wichtiges. И ученики они поняли, что это важно. Und die Schüler haben verstanden, dass es wichtig war. Die Jünger. Они поняли, и поэтому они были вместе. Deswegen waren sie zusammen. Они были послушны. Sie waren gehorsam. Те, когда они собрались, там было около 120 учеников. Als sie sich versammelten, das waren um die 120 Jünger. Написано, они были единодушно вместе. Es steht geschrieben, dass sie einmütig zusammen waren. Единодушно, не просто единодушно, а вместе. Sie waren nicht nur einmütig, sondern sie waren auch zusammen einmütig. Это было послушание. Das war Gehorsamkeit. Что, те, которые были послушны, они получили этот сюрприз. Weißt du, diejenigen, die gehorsam waren, die haben diese Überraschung bekommen. И обычно послушные дети, они получают сюрпризы. Und gewöhnlich bekommen die Kinder, die gehorsamen Kinder auch die Überraschung. Да, большие сюрпризы. Große Überraschung. Если бы Фома в то воскресенье опять проспал, как он это делал. Und wenn der Thomas den nächsten Sonntag auch verschlafen hätte, wie er sonst getan hat vorher, если бы он в этот день проспал, wenn er an diesem Tag verschlafen hätte, то у него не было больше шанса получить Дух Святой. Dann hätte er keine Chance mehr gehabt, den Heiligen Geist zu bekommen. Он пришел однажды. Weil er eins gekommen больше ist. Больше он не приходил. Der ist nicht mehr gekommen. Он только один раз спустился. Der kam nur einmal runter. Ему не надо больше тысячу раз приходить. Er muss nicht tausendmal runterkommen. Дух Святой пришел. Der Heilige Geist kam. И остался. Und blieb. И написано, что они были единодушно вместе. Und es steht geschrieben, dass sie einmütig zusammen waren. Это условие для того, чтобы быть благословенным и счастливым. Das ist eine Bedingung, glücklich und erfolgreich zu sein. Нет, счастливым. Glücklich. Glücklich, да. Когда ты послушный, ты будешь счастливый. Wenn du gehorsam wirst, dann wirst du auch glücklich sein. И когда ты вместе с другими, ты будешь счастливый. Und wenn du mit anderen zusammen bist, dann wirst du auch glücklich sein. Amen. Amen. Есть проблема, которая не позволяет людям быть вместе. Es gibt ein Problem, was den Menschen nicht erlaubt, zusammen zu sein. Как ты думаешь, как она называется? Was denkst du, wie sie heißt? Эгоизм. Egoismus. Которая не позволяет людям собраться, быть вместе в одной семье. Dass es den Menschen nicht erlaubt, miteinander sich zu versammeln in eine Familie. В компании. In eine Gruppe. И в церкви. Und in der Gemeinde. Знаешь, что есть вот у эгоиста проблема. Weißt du, beim Egoisten gibt es ein Problem. У эгоиста вообще-то куча проблем. Ein Egoist hat eigentlich noch mehr Probleme. Но вообще, если грубо говорить, у него две проблемы основные. Aber grob gesagt hat er zwei wichtige Probleme. У него проблема с людьми. Der hat Probleme mit den Menschen. Всегда. Immer. У него всегда какие-то проблемы с людьми. Der hat ständig irgendwelche Probleme mit Menschen. И вторая большущая проблема. Und das zweite großes, also zweites großes Problem. У него проблема с Господом будет. Der wird ein Problem mit dem Herrn haben. У него вот такая проблема. Der hat so ein Problem, so ein horizontales Problem. Но здесь большущая проблема. Aber hier ist ein größeres Problem. И Бог, он говорит нам быть вместе. Und Gott sagt zu uns, wir sollen zusammen sein. Отложить свое. Wir sollen unseres zurücklegen. Отложить свое «я». Wir sollen unser «ich» ablegen. И тогда ты можешь быть вместе. Und dann schaffst du es, zusammen zu sein. Можешь быть в семье вместе. Du kannst dann in der Familie dabei sein, zusammen. С друзьями быть вместе. Mit deinen Freunden. У тебя будет всегда полно друзей. Du wirst immer eine Menge Freunde haben. Будут помощники в твоей жизни. Du wirst Helfer in deinem Leben haben. И главное, Господь на твоей стороне. Und das Wichtigste, der Herr ist auf deiner Seite. Halleluja. Halleluja. Это означает быть вместе. Das bedeutet zusammen zu sein. Поэтому эгоизм рождает несчастье. Deswegen bringt Egoismus Unglück zur Welt. Всегда.
Immer. Люди, которые эгоисты, они несчастные будут всегда. Menschen, die Egoisten sind, die werden immer unglücklich sein. Да. Но христиане, мы люди, которые призваны быть вместе. Aber wir als Christen sind dazu berufen, zusammen zu sein. Знаешь, что сегодня модно быть таким вот независимым. Weißt du, heute ist modern, so unabhängig zu sein. Один христианин написал в социальных сетях. Ein Christ hat in den sozialen Medien geschrieben. Недавно. Vor kurzem. Пишет. Er Можно schreibt, ли спастись без церкви? Kann man denn ohne Gemeinde gerettet werden? Послушай, вопрос. Hör zu, diese Frage. Можно ли спастись без церкви? Kann man ohne Gemeinde gerettet werden? Знаешь, тот, кто задает такой вопрос, weißt du, derjenige, der diese Frage stellt, тот уже не спасен. Der ist bereits nicht gerettet. У него уже нету спасения. Der hat bereits keine Rettung mehr. Потому что тот, кто спасен, он такие вопросы не задает. Denn derjenige, der gerettet ist, der stellt solche Fragen nicht. Тот хочет быть в церкви. Der möchte in der Gemeinde sein. Представь себе, если твой мизинец будет спрашивать. Also stell dir vor, wenn dein kleinster Finger dich fragen würde, можно ли спастись без тела? Kann man sich ohne den Körper retten? Да, он спрашивает тело, меня спрашивает. Also er fragt den Körper, mich. Могу я без тебя спастись? Kann ich ohne dich gerettet werden? Или он будет говорить с этими другими пальцами. Oder er wird mit den anderen Fingern sprechen. Слушайте, вы мне надоели. Hör zu, ihr langweilt mich langsam. Постоянно третесь об меня. Jedes Mal reibt ihr euch an вы mich. Вы меня достали в буквальном смысле. Ihr langweilt mich einfach total. И вот он такой говорит, никакой социальной дистанции нет вообще. Und er sagt, ich habe überhaupt keine soziale Distanz. Что за дела? Was für Sache ist? Was ist das überhaupt? Знаешь, когда мизинец начнет так разговаривать? Stell dir vor, wenn das kleinste Finger so anfängt zu reden. Он не сможет жить без руки. Er wird ohne Hand nicht überleben. И ничто в твоем теле не сможет жить без тела. Und nichts in deinem Leib, in deinem Körper ohne dich, es kann nicht überleben. И написано в Библии, вы члены друг другу. In der Bibel steht, ihr seid Glieder miteinander. Как интересно. Wie interessant. И также Иисус говорит о том, как зайти в Царствие Божие. Und Jesus spricht auch davon, wie man in das Reich Gottes reinkommt. Говорит, кто не умолится, как дитя, er sagt, wer sich nicht erniedrigt wie ein kleines Kind, не войдет Царство Небесное. Wird in das Reich Gottes nicht reinkommen können. Punkt. Das war's. Кто не умолится, как дитя, wer sich nicht wie ein kleines Kind erniedrigt, не зайдет Царство Божие. Wird nicht in das Reich Gottes reingehen о können. О чем это? Wovon spricht das? Есть, знаешь, такая болезнь, хуже, чем коронавирус. Es gibt so eine Krankheit, die schlimmer als Coronavirus. Заразнее, чем коронавирус. Sie ist infektiöser als Coronavirus. Это гордыня называется. Das bedeutet Hochmut. Гордыня, Stolz, Hochmut. Я. Meins. Ich. Genau. Ich meins ich. И еще Иисус сказал, как трудно имеющему богатство войти в Царство Небесное. Und noch sagte Jesus, es ist so schwer für denjenigen, der sehr reich ist, in das Reich Gottes reinzukommen. Легче верблюду пройти сквозь угольное ушко, чем богатого вытащить в Царствие Божие. Es ist leichter für einen Menschen durch das einem Kamel durch das Nadelöhr reinzugehen, als einem Reichen in das Himmelreich. Знаешь, речь идет не о богатстве, которое у тебя на конто есть. Weißt du, die Rede geht nicht hier über den Reichtum, was du auf deinem Konto hast. Я благословляю тебя, чтобы у тебя было там больше. Ich segne dich, dass es doch dort noch mehr ist. И еще больше, чем есть. Und noch mehr, wie es jetzt ist. Но речь идет о том богатстве, которое человек всегда показывает наружу, говорит, я такой. Die Rede geht davon über das Reichtum, wenn der Mensch zeigt und sagt, ich bin so. Ja, умный. Ich bin klug. Я лучший. Ich bin der Beste. У меня всех больше и всех лучше связи и так далее. Ich habe bessere Beziehungen und bei mir ist alles besser als bei anderen. И вообще мне на всех остальных начихать. Und überhaupt, alle anderen sind mir egal. Это духовная независимость. Das ist eine geistliche Unabhängigkeit. И об этих богатых говорит Иисус. Und über solche Reichen spricht Jesus. Которые самодостаточные, как они говорят. Die selbstsüchtig sind. Мне никто Selbstzufrieden. Они говорят, мне никто не нужен. Sie sagen, ich brauche niemanden. Вот есть у меня Иисус, мне больше никто не нужен. Ich habe Jesus und ich brauche niemand anders. Это как раз о таких людях речь. Genau über solche Menschen ist hier die Rede. Их даже через вот какие-то сложности проведешь, они все равно не поймут, что они зависимы от других. Auch wenn du sie durch irgendwelche Schwierigkeiten durchgehen lässt, sie werden nicht begreifen. Да, и даже если их Бог будет пихать в это угольное ушко какими-то трудностями, они все равно не пролезут. Wenn Gott versucht, sie in dieses Nadelöhr reinzustopfen durch irgendwelche Schwierigkeiten, werden sie trotzdem nicht begreifen. А он такой толстый, он не может залезть Aber туда. Aber er ist so dick, der passt da gar nicht rein. Сколько раз в жизни я видел таких? Wie viele Menschen habe ich in meinem Leben gesehen, die Бог, so sind? Бог уже их
Gott versucht, sie schlanker zu machen, aber sie lassen sich nicht schlanker machen. Damit weniger von dieser Unabhängigkeit an ihnen dran sind, aber sie möchten nicht in dieses Nadelöhr reingehen. Deswegen sagt der Herr, lass sie doch in Ruhe. Diese Kamele werden niemals in das Reich Gottes reingehen können. Sie sind zu sehr unabhängig. Sie sind zu sehr hochmütig. Sie sind Menschen, die unter Narzissmus leiden und sich zu sehr lieben. Sie sagen, ich brauche niemand. Dann brauchst du hier auch nichts machen. Wenn von dir nichts abhängt. Wenn du sagst, du brauchst niemanden, dann hängt von dir nichts ab. Ob so ein Mensch da ist oder nicht da ist, denn er lebt nur für sich. Und derjenige, der für sich lebt selbst, der kommt nicht in das Reich des Himmels. Niemals. Gemeinde ist das Leib Christi. Und im Körper, im Leib, lebt jeder füreinander. Dein Auge lebt für deinen Körper. Dein Ohr lebt für deinen Körper. Ноги, руки, все живет для тела. Füße, Beine, Arme, alles lebt für den Körper. Если какой-то орган тела начинает жить для себя, wenn ein Organ aus deinem Körper für sich anfängt zu leben, то это только один орган. Dann ist das nur ein Organ. Называется рак. Das bedeutet Krebs. Рак. Das ist der Krebs. Рак живет для себя. Krebs lebt nur für sich. Поэтому он единственный, который разрушает твое тело. Deswegen ist es der einzige, der deinen Körper zerstört. Его надо быстро удалять. Man muss ihn schnell entfernen. Уже раковые клетки это эгоисты. Denn Krebszellen sind Egoisten. Абсолютные эгоисты. Absolute Egoisten. Они все в себя впитывают. Sie nehmen alles immer in sich auf. Здоровые клетки не всегда дают. Die gesunden Zellen, sie geben immer alles ab. И все в теле оно связано. Und alles im Leib ist miteinander verbunden. Поэтому Иисус говорит, это тело мое. Deswegen sagt Jesus, es ist mein Leib. Und wenn Jesus zurückkehrt, er wird um das Willen seiner Gemeinde kommen. Er wird nicht für bestimmte getrennte Menschen kommen. Für Thomas, für Maria. Sondern er kommt, um seine Gemeinde abzuholen. Die Gemeinde wird emporgehoben. Entrückt. Und Gemeinde ist mehr wie du und ich. Amen. Amen. Некоторые люди удивляются, они вообще не предполагали, что есть что-то больше их. Manche Menschen staunen, weil sie sich so gedacht haben, dass etwas, etwas größer ist als sie selbst. Also sie staunen darüber. Потому что дьявол посеял дух эгоизма. Denn der Teufel hat den Geist der Egoismus in sie reingesät. И каждый индивидуум считается центром вселенной. Und jedes Individuum wird gezählt als ein Zentrum des Universums. Um ihn herum muss jeder rennen. Angefangen in der Kindheit, wo jeder um ihn rumrennt. Und dann staunen die Menschen und fragen sich, wieso gibt es so wenig Ehen? Wieso wird so viel geschieden? Да потому, что брак требует жертву. Weil eine Ehe ein Opfer erfordert. Брак – это всегда жертва. Eine Ehe ist immer ein Opfer. Поэтому мало браков. Deswegen gibt es so wenig Ehen. Я всегда, вот, когда читаю Деяния апостолов, wenn ich immer die Apostelgeschichten lese, меня удивляет там вот два выражения. Mich erstaunen dort zwei Sachen. Как нигде в Библии. Wie nirgendwo in der Bibel. Там повторяется одно и то же. Знаешь, какие? Две dort wiederholt sich immer wieder dasselbe. Das sind zwei Sachen. Это первое, Дух Святой. Das erste ist der Heilige Geist. Скажи, Дух Святой. Sag mit mir, Heiliger Geist. Пожалуйста, Дух Святой. Sag mit mir, Heiliger Geist. И второе слово. Und das zweite Wort. Которое повторяется всегда. Was immer wieder wiederholt wird. Вот я читаю с первой главы, вторая, третья, четвертая, пятая. Ich lese das im ersten, zweiten, dritten, vierten Kapitel. Ich habe gestern das nochmal gelesen, diese Kapitel. Везде повторяется. Вместе. Und dort wird immer wieder wiederholt, вместе. Zusammen. Das Wort вместе. Zusammen. Вместе. Zusammen. Вместе. Zusammen. Вместе. Zusammen. Смотри, Дух Святой появился. Schau her, der Heilige Geist kam. И сразу появилось вместе, вместе, und dann вместе, kam вместе, das Wort вместе, zusammen, вместе, zusammen, zusammen, вместе, zusammen. Потому что появилась церковь. Denn die Gemeinde ist entstanden. В этот день.
An diesem Tag. Мы будем праздновать на Троице день рождения церкви. Und wir werden zum am Pfingsten die Geburt der Gemeinde feiern. Дух Святой спустился. Der Heilige Geist kam. И появилась церковь. Und die Gemeinde kam zustande. Что-то органическое. Etwas Organisches kam Это zustande. Это не была толпа, которая собралась и разбежалась. Das war nicht eine Menge, die sich versammelt hat und dann auseinandergegangen ist. Но это было чудо Божие, которое Он сотворил как тело. Sondern das war ein Wunder Gottes, was wo er daraus ein Leib Christi geschaffen hat. Люди, взаимоскрепленные духовными связями. Das sind Menschen, die miteinander durch geistliche Verbindungen verbunden. Потому что Дух Святой – это Дух Любви. Denn der Heilige Geist ist der Geist der Liebe. Скажи, Любовь! Sag mit mir Liebe. Дух Святой – Он собирает вместе. Der Heilige Geist versammelt zusammen. Но Дух мира – Aber der Geist der Welt – это Дух эгоизма. Das ist der Geist des Egoismus. Он разделяет людей. Er teilt die Menschen auseinander. Он делает всегда дистанц. Er schafft immer eine Distanz. И поэтому сегодня так много вот такого таких проблем, связанных с эгоизмом. Deswegen gibt es auch so viele Probleme, die vom Egoismus stammen. На фирмах. In den Firmen. В разных социальных вот связях. In den verschiedenen sozialen Verbindungen. Развал самого понятия семьи. Zusammenbruch der Bedeutung der Ehe. Институт брака разваливается. Почему? Also, ja, wieso zerbricht das alles? Потому что люди в последние дни написано, они будут самолюбивы. Weil die Bibel sagt uns, dass die Menschen in der letzten Zeit selbstverliebt werden. Dieser Geist des Egoismus, der wird stärker. Нам, Христа, больше Deswegen für uns als die Gemeinde Christi so wichtig, noch mehr vom Heiligen Geist zu bekommen. Und diese Liebe der Welt zu demonstrieren. Все, ученики, Deswegen werden die Leute erfahren, dass ihr meine Jünger seid. Иметь любовь между собой. Wenn ihr Liebe untereinander habt. Не по чудесам. Nicht durch die Wunder. Не по исцелению. Nicht durch die Heilungen. Почему? Wieso? Ведь классно иметь чудеса исцеления, аминь. Denn es ist klasse, Wunder und Heilungen zu bekommen. Я люблю исцелять людей. Ich liebe die Menschen zu heilen. Я люблю сам быть исцеленным. Ich liebe es, selbst geheilt Но zu werden. Но не поэтому люди узнают, что вы мои ученики. Aber nicht deswegen werden die Menschen erfahren, dass ihr meine Jünger seid. Гораздо большее чудо – это когда ты любишь постоянно. Denn wesentlich größerer Wunder ist, wenn du andauernd liebst. Мы все любим иногда, время от времени. Wir lieben alle so von Zeit zu Zeit. Но когда у тебя в духе есть любовь. Aber wenn du in deinem Geist die Liebe hast. Это есть чудо. Das ist ein Wunder. Которое не видно в этом мире. Das in dieser Welt unsichtbar ist. Ее нужно демонстрировать людям. Man muss das den Menschen demonstrieren. Чтобы они поняли, о, у него есть то, что у меня нету. Damit sie begreifen, oh, der hat etwas, was ich nicht habe. А это единственное, что и делает людей счастливыми. Das ist das Einzige, was die Menschen glücklich macht. Любовь. Die Liebe. Любовь. Die Liebe. Любовь. Die Liebe. Если у тебя есть где-то хотя бы в твоем ближайшем окружении пару людей, которые тебя любят, ты счастлив. Wenn du ein paar Leute in deiner Umgebung hast, in einem Umfeld, die dich lieben, dann bist du glücklich. Amen. Amen. Когда у тебя есть Бог, который тебя любит, ты счастлив. Wenn du Gott hast, der dich liebt, dann bist du glücklich. Если есть откровение Его любви, ты счастлив. Wenn du eine Offenbarung von ihm hast, dann bist du glücklich. Я думаю про этих людей, которых я встречаю. Ich denke über die Menschen nach, die ich treffe draußen. Господи, как много они теряют. Herr, die verlieren so viel. So viel. Когда они не знают тебя. Wo sie dich nicht kennen. О, они знают Бога, да. Ja, sie kennen Gott. Они там молятся даже Богу, да. Sie beten auch zu Gott, ja. Они не знают его любви. Aber sie kennen seine Liebe nicht. Liebe ist das Wichtigste der Welt. Amen. Любовь самое важное это то, что делает тебя счастливым. Das ist das, was dich glücklich macht. А это Дух любви, Дух Святой. Und das ist der Geist der Liebe, das ist der Heilige Geist. Когда он пришел, он свалился просто с небес и обрушился на них и обнял их. Wo er gekommen ist, dann ist er einfach auf sie runtergestürzt vom Himmel und hat sie umarmt. Halleluja. Без Духа Святого мы не можем любить. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht lieben. Без Духа Святого ты можешь жениться. Ohne den Heiligen Geist kannst du heiraten. Можешь пару лет прожить. Und kannst ein paar Jahre noch leben. Вместе. Zusammen. Но без Духа будет очень сложно. Aber ohne den Heiligen Geist wird es sehr schwierig sein. Хранить любовь до конца. Die Liebe bis zum Schluss aufzubewahren. Amen. Amen. Без Духа Святого это практически невозможно. Ohne den Heiligen Geist ist es praktisch unmöglich. Можно жить 50-70 лет вместе, но не иметь любви. Man kann 50-70 Jahre lang zusammen leben, aber keine Liebe haben. Без Духа Святого можно построить фирму. Ohne den Heiligen Geist kann man eine Firma gründen. Но без Духа Святого не построишь церкви. Aber ohne den Heiligen Geist kannst du keine Gemeinde bauen. Потому что это любовь. Denn das ist Liebe. Это не закон.
Das ist kein Gesetz. Halleluja. Halleluja. Без Духа Святого поэтому никто не попадет на небо. Deswegen wird keiner ohne den Heiligen Geist in den Himmel kommen. Люди должны быть рождены свыше. Die Menschen müssen von neuem geboren werden. Не через какие-то ритуалы. Nicht durch irgendwelche Rituale. Я крестился. Ich habe mich taufen lassen. Я тоже крестился. Ich habe mich auch taufen lassen. Но это не спасет тебя. Aber das wird dich nicht retten. Я перекрестился. Ich habe mich gekreuzigt. Я молился. Ich habe gebetet. Все хорошо. Alles ist gut. Но не надо так говорить. Aber man soll nicht so reden. Если ты думаешь, что ты через это попадешь на небеса, не попадешь. Wenn du denkst, dass du dadurch in den Himmel kommst, du wirst dorthin nicht gelangen. Только через рождение свыше. Nur durch die Neugeburt. Дух рождает Von oben. Дух. Der Geist bringt den Geist Твой zur Welt. Дух должен родиться свыше. Dein Geist muss von neuem geboren werden, von oben. И без Духа Святого никто не сможет стать частью церкви. Und ohne den Heiligen Geist kann keiner ein Teil der Gemeinde werden. Не сможет. Das wird nicht funktionieren. Amen. Amen. Дух Святой соединяет тебя с телом церкви. Der Heilige Geist verbindet dich mit dem Leib Christi. И поэтому, друзья, нам нужен сегодня сильно Дух Святой. Deswegen, meine Freunde, brauchen wir ganz stark den Heiligen Geist. Чтобы демонстрировать Иисуса людям, нужен Дух Святой. Um den Menschen Jesus zu demonstrieren, braucht man den Heiligen Geist. Потому что они не будут привлечены иначе, как только Духом Святым. Denn sie werden von niemandem angezogen wie vom Heiligen Geist. Знаешь, у них много привлекательных моментов без Духа Святого. Weißt du, sie haben viele verlockende Momente auch ohne den Heiligen Geist. Ja, у них там полно всяких отвлечений на улице. Sie haben verschiedene Ablenkungen und Vergnügungen draußen. Даже достаточно им подарить такой маленький ящик, называется телефон, и все, им ничего не надо. Es ist genügend, schon ein Handy zu schenken und dann brauchen die nichts mehr. Еще пиццу один раз в день, ему вообще ничего не надо. Und noch einmal am Tag eine Pizza, dann braucht ihr gar nichts mehr. Handy, Pizza один раз в день, Handy, все. Pizza einmal am Tag, das Он war's. Он будет жить 30 лет счастливый. Der wird 30 Jahre lang glücklich leben. Да, это конечно, шутка, но... Natürlich ist es ein Witz, у aber... У людей много привлекательных моментов без Духа Святого. Die Menschen haben viele anziehende Momente ohne den Heiligen Geist. Поэтому нам нужен Дух Святой. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Если ты хочешь привлекать людей для Иисуса, wenn du Menschen zu Jesus anziehend machen möchtest, also, wenn du Jesus anziehend machen möchtest für die Menschen, нужно иметь то, что нет у них. Dann muss man etwas haben, was sie nicht haben. А чего у них нет? Und was haben sie nicht? Чего у них нет? Was haben sie nicht? Иногда ты даже видишь, они улыбаться умеют. Manchmal siehst du, dass sie auch lächeln können. У тебя тоже есть улыбка, хорошо. Du hast auch ein Lächeln, das ist schön. Они умные, ты тоже умный, да. Sie sind klug und du bist auch klug, чего, ja. Чего у тебя есть, что у них нету? Was hast du, was sie nicht haben? Дух Святой. Den Heiligen Geist. Дух Святой. Den Heiligen Geist. И вот его надо как-то продемонстрировать. Und man muss irgendwie ihn demonstrieren nach außen. Стих 5, если мы читаем. Ибо Иоанн крестил водою, а вы будете через несколько дней после всего крещены Духом Святым. Und der Vers 5 sagt uns, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Смотри, однажды Иисус, попрощавшись с учениками в той горнице, он сказал, примите Дух Святой. Als er sich damals von Jüngern sich verabschiedet hat, er sagte, empfangt den Heiligen Geist. И он написано, дунул на них. Und er steht geschrieben, er hat auf sie gehaucht. Это было первое их знакомство с Духом Святым. Das war ihre erste Bekanntschaft mit dem Heiligen Geist. Но здесь речь идет о крещении Духом Святым. Aber hier geht hier ist die Sache, die Rede über die Taufe mit dem Heiligen Geist. По-гречески это слово выражение называется, когда что-то окунают в жидкость. Vom Griechischen übersetzt bedeutet das, dass man etwas in eine Flüssigkeit untertaucht. Можно какую-нибудь салфеточку? Просто показать. Um einfach nur zu zeigen. Когда ты берешь что-то и погружаешь в жидкость. Wenn du etwas nimmst und in eine Flüssigkeit untertauchst. Что получается? Was passiert? Ты знаешь, да? Du weißt es bestimmt. Я пущу это все равно. Ich werde es trotzdem untertauchen. Если бы это была какая-то красная Coca-Cola или что-то такое, Wenn es, was Rotes wäre, oder Coca-Cola, то тогда бы эта салфетка стала бы красной. Dann wäre diese Taschentuch rot. Она была бы полностью пропитана. Das wäre komplett durchtränkt. Знаешь, когда мы опускаем что-то в краску, weißt du, wenn wir etwas in eine Farbe untertauchen, и все, она уже вся пропитанная. Dann ist es komplett alles, durchtränkt. И вот слово «баутисто» по-гречески, оно означало именно такое, когда ты погружаешь что-то в жидкость. Und das Wort «баптисто»? Baptisto. Baptisto von Griechischen bedeutet, wenn du etwas in eine Flüssigkeit eintauchst, оно пропитывается полностью. Dann durchdringt das komplett durch mit dieser Flüssigkeit. И тогда они говорили крестился. Dann haben sie gesagt, getauft. Baptisto.
Баптисто. Когда корабль тонул, они говорили Баутисто. Wenn ein Schiff unterging, da sagten sie Баптисто. Когда они брали ткани, красили ее в какую-то краску, они говорили Баутисто. Wenn sie Stoffe genommen haben und das gefärbt haben, dann sagten sie auch Баптисто. И потом эту краску уже не отстираешь от этой краски. Und dann wirst du diesen Stoff nicht mehr von dieser Farbe auswaschen können. Да, то есть ты запачкал свою одежду. Das heißt, du hast deine Kleidung damit запачкал. Ja, eingefärbt? Да, потом ты можешь ее отстирать. Dann kannst du das. Ah, wenn du mit Dreck das beschmiert hast, dann kannst du es wegwaschen. Но краска не отстирается. Aber die Farbe wird nicht weggehen. Она останется красной, если она красная. Wenn sie rot ist, dann bleibt sie auch rot. А грязь уйдет. Aber der Dreck geht weg. Знаешь, что тебя можно отмыть от всех грехов. Weißt du, man kann dich von allen Sünden reinwaschen. Amen. Amen. Но Дух Святой, который в тебе, aber der Heilige Geist, der in dir ist, от него тебя не отстираешь. Von dem kann man dich nicht auswaschen. Он остается Amen. Внутри. Er bleibt. Дух Святой. Der Heilige Geist. И это что-то другое, чем просто принять Дух Святой. Und es ist etwas anderes, als nur den Heiligen Geist anzunehmen. Иисус здесь говорит, не примите Дух Святой. Jesus sagte hier, nicht empfangt den Heiligen Geist. Sondern примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Sondern empfangt die Kraft, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Когда ты принял Иисуса Христа, weißt du, als du Jesus Christus angenommen hast, Дух Святой пришел в тебя. Kam der Heilige Geist zu dir. И он живет и остается в тебе. Und er lebt und er bleibt in dir. Но то, что здесь Иисус говорит, это второе переживание. Aber das, wovon hier der Jesus spricht, das ist ein zweites Erlebnis. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Ihr werdet die Kraft bekommen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Есть огромная разница между просто наполниться Духом Святым. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen sich vom Heiligen Geist erfüllt zu lassen, его, ihn zu erleben, его, ihn zu empfangen und mit dem Heiligen Geist getauft zu werden. Amen. Über die Kraft geht die Rede dann, wenn wir über die Taufe mit dem Heiligen Geist sprechen. Этого, und als Folge dessen, это 8 стих, das ist der Vers 8. Давай посмотрим. Lass uns das mal ansehen. Вы, говорит Иисус, пойдете. Jesus sagt, ihr werdet gehen. Вы будете мне свидетелями. Ihr werdet meine Zeugen sein. Когда ты принимаешь силу Духа Святого, wenn du die Kraft des Heiligen Geistes empfängst, ты не сможешь сидеть на месте. Du wirst nicht auf dem Platz ruhig sitzen können. Ты начнешь двигаться. Du wirst anfangen, dich zu bewegen. Тебя начнет, тебя просто будет двигать. Es wird dich einfach nach vorne bewegen. Aus dir wird etwas rauskommen wollen. Isaac Newton hat so die Kraft bestimmt, definiert. F равно ma. F ist gleich ma. Masse mal Beschleunigung. Masse mal Beschleunigung. Что это? Это формула силы. Was ist das? Es ist die Formel der Kraft. Когда сила есть? Wann ist die Kraft da? Когда масса получает ускорение. Wenn die Masse eine Beschleunigung bekommt. Тогда это сила. Dann ist es die Kraft. Понимаешь? Verstehst du mich? То есть вот есть машина, у кого-то есть хорошая машина. Jemand von euch hat ein gutes Fahrzeug, под капотом 200 лошадей. Hast du über 200 PS unter deiner Haube? Она стоит. Aber sie steht. Знаешь, что от нее толку никакого. Weißt du, da nützt dir gar nichts. Лучше дохлая кляча одна. Lieber eine kranke Kuh. Которая двигается. Kuh oder Pferd? Pferd. Also lieber ein kaputtes Pferd. Но он двигается. Aber er bewegt sich. Чем 300 лошадей, которые стоят в гараже. Als 300 PS, die bei dir in der Garage stehen. Amen. 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 Какой толк в христианине, который крещен Духом Святым, если он не двигается? Welchen Nutzen hat ein Christ, der getauft ist, aber der sich nicht bewegt? Поэтому, когда ты начинаешь двигаться, ты становишься силой. Deswegen, wenn du anfängst, dich zu bewegen, wirst du zu einer Kraft. Не просто, когда я говорю на языках с утра до ночи. Nicht nur, wenn ich einfach Zungensprachen spreche von früh bis abends. Но когда я двигаюсь. Aber wenn ich mich bewege. Дух Святой что-то начинает говорить, ты записываешь, начинаешь что-то. Der Heilige Geist fängt an, etwas zu dir zu reden und du schreibst es dir auf. Ты оттарабанил полчаса на языках, но при этом не появилась ни одной умной мысли в голове, это не то. Wenn du halbe Stunde in Zungensprachen gebetet hast, aber hast keinen einzigen klugen Gedanken bekommen, dann war das umsonst. Это что-то не то. Dann stimmt etwas nicht. Amen. Когда я молюсь на языках, у меня постоянно какие-то мысли, мне надо что-то записывать. Wenn ich in Zungen bete, dann habe ich immer wieder Gedanken und ich muss ständig was aufschreiben. Полчаса, если я молюсь, у меня список. Halbe Stunde, wenn ich bete, dann habe ich eine große Liste. Список, что надо делать, что
eine Liste, was ich tun soll. Und all das ist während des Gebetes in Zungensprachen. Weißt du, wo Jesus hier sagt, ihr werdet die Kraft empfangen? Ich liebe diesen Vers. Du принимаешь силу. Du empfängst die Kraft und sie bleibt in dir. Sie bleibt in dir. Er nimmt sie dir nicht wieder weg. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen und zu fragen, Heiliger Geist, bist du noch bei mir? Heiliger Geist, ich fühle dich nicht. Wo bist du? Das ist wie der Psych, der jeden Morgen um 4 Uhr aufsteht. Das ist zu vergleichen mit einem Psychopathen, der jeden Früh um 4 aufgewacht hat, weil er sich gedacht hat, dass ohne ihn die Sonne nicht aufgehen kann. Wenn er nicht aufwacht, dann nicht aufsteht, dann wird die Sonne nicht aufgehen. Also du kannst in der Früh ruhig sein, die Sonne wird aufgehen, der Heilige Geist bleibt in dir. Er verlässt uns nicht. Und das ist etwas Grandioses. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Дух Святой. Der Heilige Geist. Er bleibt mit dir. Und die Christen erwarten ständig etwas vom Himmel. Oh, небо станет добрее. Der Himmel wird jetzt gütiger werden. Я буду молиться, поститься, небо станет лучше ко мне. Ich werde beten und werde fasten, dann wird der Himmel zu mir besser gestimmt werden. Мне очень нравится стих из Библии. Mir gefällt sehr ein Vers aus der Bibel. Написано: не говори в сердце своем, кто взойдет на небо. Du sollst in deinem Herzen nicht sagen, wer wird in den Himmel in die Sonne. Wer in den Himmel aufsteigen wird. Denn das Wort ist nah an dir, das ist in deinem Mund, das ist in deinem Herzen. Das ist bereits auf der Zunge bei dir. Es liegt schon auf der Zunge und in deinem Herzen. Hör auf, ständig in den Himmel zu gucken. Wie diese Jünger, Jesus, du hast uns verlassen. Wir sind jetzt die Weisen. Oh Herr. И ангел приходит и говорит, ребята. Und der Engel kommt und sagt, hey Jungs. Кончайте, вот сюда смотрите, там город. Hört auf, ihr solltet dorthin schauen. Туда вам надо идти, туда. Dorthin müsst ihr hingehen. Иисус сказал, туда идите. Jesus sagte zu euch, ihr sollt dorthin gehen. И там ждите. Und dort sollt ihr auf mich Через warten. Через пару дней придет сюрприз. Und nach ein paar Tagen kommt Halleluja. Die Überraschung. И Дух Святой, Он живет в тебе, если ты принял Иисуса Христа. Und der Heilige Geist wohnt in dir, wenn du den Jesus Christus angenommen hast. Он вселился в тебя. Er hat sich in die Wohnung genommen. И теперь ты начинаешь дружить с ним. Jetzt fängst du an, mit ihm die Freundschaft aufzubauen. Слушать его. Auf ihn zu hören. Oh, Дух Святой. Oh, Heiliger Geist. Он такой тихий. Er ist so still, so тихо leise. Говорит, тихо говорит. Er spricht leise. Он нежный вообще. Er ist sehr zärtlich. Нежный. Er ist zärtlich. Если ты начнешь орать на кого-то. Wenn du anfängst, auf jemanden zu schreien, er wird gehen. Er wird zur Seite gehen. Er wird nicht komplett weggehen, aber zur Seite. Und dann musst du bei ihm um Vergebung bitten. Heiliger Geist, vergebe mir. Ich bin irgendwie hier wütend geworden. Wenn du auf jemanden beleidigt bist, dann musst du beim Heiligen Geist um Vergebung bitten. Bei den Menschen und dann auch bei ihm. Es steht geschrieben, ihr sollt den Heiligen Geist nicht betrüben. Ihr sollt den Heiligen Geist nicht betrüben. Anscheinend kann man ihn betrüben, beleidigen. Ja, можно. Man kann. Ой, он такой, он очень такой, сентиментальный. Er ist sehr sentimental. Сентиментальный. Ja. Чувствительный. Er ist einfühlsam. Поэтому, когда ты наполняешься Духом Святым, ты становишься чувствительным. Deswegen, wenn du dich mit dem Heiligen Geist erfüllst, dann wirst du sensibel. Сенсибл, духовный такой чувствительный человек. Du wirst so einen geistlichen und sensiblen Menschen. И ты видишь нужду у людей. Und du siehst die Not bei den anderen Menschen. Кто-то что-то говорит, и ты слышишь. Wenn jemand etwas spricht, du hörst aufmerksam zu. Und du kannst zwischen den Zeilen hören oder lesen. Du fühlst den Geist, weil du ein geistlicher Mensch bist. Du hörst etwas zwischen den Zeilen. Und der Heilige Geist ist fähig, dich zu trösten.
dich, а потом через тебя. Und dann durch dich. Через тебя он утешает людей. Durch dich tröstet er die Menschen. Написано, что он тröster, он утешитель. Es steht ja geschrieben, dass er unser Tröster ist. Да, и он также исправляет нас. Und er korrigiert uns auch. Я несколько раз очень четко слышал, как он исправляет. Ich habe sehr oft, also einige Male gehört, wie er korrigiert. Ganz, ganz klar und deutlich Stop. Korrigiert. Stopp. 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 Ты чувствуешь это. Und du fühlst das. Иногда ты это слышишь буквально так. Manchmal hörst du das richtig. Stopp. Stopp. Дух Святой говорит. Sagt der Heilige Geist. Halleluja. Halleluja. Он внутри. Er ist in dir. Он учит нас. Er lehrt uns. Также через нас. Он хочет говорить с другими людьми через тебя. Auch durch uns. Er möchte zu anderen Menschen durch dich sprechen. Он хочет исправлять. Er will korrigieren. Он хочет утешать. Er möchte trösten. Кто из вас хочет того, чтобы Дух Святой утешал его? Wer von euch möchte, dass der Heilige Geist euch dich tröstet? Amen. Позволь ему наполниться тобой. Erlaube ihm, dich zu erfüllen. И когда ты возьмешь его авторитет в свою жизнь. Und wenn du seine Autorität in deinem Leben annimmst. Это авторитет. Denn das ist eine Autorität. Дух Святой – это авторитет. Heiliger Geist ist eine Autorität. Знаешь, что, когда Иисус сказал, будете мне свидетелями. Weißt du, als Jesus sagte, ihr werdet meine Zeugen sein. Это слово не просто вот свидетель, как свидетель Иеговы. Das ist nicht nur einfach ein Zeuge, wie zum Beispiel Zeuge Иеговы. Вообще не то. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Там слово «мертюр», «мертюр» написано. Da steht «мертюрер». «Мертюрер» – это вообще-то страдание. «Мертюрер» bedeutet eigentlich ein Leidender. Да, и мы послы Христа. Und wir sind die Botschafter von Christus. То есть президент страны отправляет послов. Der Präsident vom Land sendet seine Boten aus, Botschafter. Да, да. Германия имеет послов во всех странах. Deutschland hat überall Botschaften in allen Ländern. И это неприкосновенное место. Und das ist ein Ort, wo unantastbar ist. Никто не может на эту территорию зайти. Keiner kann auf dieses Territorium treten. Даже где-нибудь в Африке и в Иране. Sogar irgendwo in Afrika oder in Iran. В Саудовской Аравии. In Saudi-Arabien, это границы Irak. Защищены. Das sind Grenzen, die beschützt sind. И послы, они имеют дипломатическую неприкосновенность. Und die Botschafter, die haben eine diplomatische Unantastbarkeit. Потому что они наделены авторитетом. Weil sie die Autorität bekommen haben. Их не проверяют, их чемоданы не проверяют в самолетах. Also ihre Koffer werden nicht in den Flugzeugen geprüft. Они имеют определенную авторитет. Sie haben eine bestimmte Autorität. От президента страны. Vom Präsidenten des Landes. Знаешь, что, когда Иисус сказал, вы будете мне свидетелями. Weißt du, als Jesus sagte, ihr werdet meine Zeugen sein. Он дал авторитет своим людям. Gab er seinen Leuten eine Autorität. Ты берешь его авторитет в свою жизнь. Du nimmst seine Autorität in dein Leben. Когда ты дружишь с Духом Святым. Wenn du Freundschaft hast mit Heiligen Geist. И позволяешь ему действовать через тебя. Und erlaubst ihm, durch dich zu wirken, dann hast du die Autorität. Und die Menschen werden diese Autorität merken. Diese Autorität von oben. Lass uns noch aus Apostelgeschichte 2 vorlesen. Wir werden nächsten Sonntag Pfingsten feiern. Aber heute möchte ich dir zu diesem Fest vorbereiten, damit du am nächsten Sonntag mit einem großen Hunger herkommst, um seine Gegenwart zu erleben. Und hier steht, при наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Итак, они были вместе. Also sie waren zusammen. Они были послушны Иисусу. Sie waren Jesus gehorsam. И они ждали. Und sie warteten. И знаешь, у Иисуса есть, у Бога есть термины. Jesus hat Termine. Отец Небесный имеет термины. Vater im Himmel hat Termine. И у него есть четкое расписание. Und er hat richtigen Terminkalender. Amen. У Бога есть терминкалендар. Gott hat einen Terminkalender. Абсолют. У него есть все расписано до конца. Bei ihm ist alles durchgeplant bis zum Schluss. И Иисус об этом говорит, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Он уже положил все в своей власти. Jesus hat ja gesagt, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Fristen zu kennen, denn er hat schon alles vorherbestimmt. У него все расписано, братья и сестры. Bei ihm ist alles durchgeplant, meine Brüder und Schwestern. До конца. Bis zum Schluss. Абсолют.
Абсолютно. Absolut. И когда этот вот праздник состоялся, это было по термину. Und als dieses Fest stattgefunden hat, das war nach dem Termin. Иисус сказал, через несколько дней после сего. Jesus hat gesagt, nach ein paar Tagen nachdem werdet ihr den Heiligen Geist kommt der Heilige Geist auf euch. Und genau, das war genau der Tag, der Tag des Pfingsten heißt. Der Pfingstfest. Also 50 Tage nach Ostern. Und dieses Fest wurde bereits im Alten Testament gefeiert. Dort lesen wir davon, dass die Menschen dort dieses Fest gefeiert haben. Und ich freue mich so sehr, dass was damals geschah, ganz anders da geschehen war. Ja, потому что тогда это был праздник дарования Торы. Denn damals war das der Fest wo das Tora kam, also das Gesetz kam. Wo der Mose auf dem Berg Sinai bekommt diese zwei Tafeln mit 10 Geboten. Und er kommt vom Berg runter. Und dort unten ist bereits ein voller Chaos. Und die Menschen haben schon angefangen, sich irgendwelche Vergnügungen zu suchen. Und haben sich einen goldenen Kalb gegossen. Und es kommt zu einem Gericht. Und 3000 Menschen kommen um dabei. An diesem Tag. Als dieses Gesetz erlassen wurde, ist aus einem Fest eine Tragödie geworden. Und im Neuen Testament, genau am selben Tag, am Pfingsttag, kommt der Heilige Geist. Eine Überraschung vom Himmel. Nicht das Gesetz auf den steinernen Tafeln, sondern der Heilige Geist. Und an diesem Tag werden 3000 Menschen von neuem geboren. Schau her, was für eine Parallele da ist. Im Alten Testament kommen Steine, wo die Worte Gottes da rein eingemeißelt sind. Und im Neuen Testament kommt der Heilige Geist, kommt auf die Tafel deines Herzens. Und an diesem Tag werden 3000 Menschen von neuem geboren, wo der Petrus gepredigt hat. Schon Jeremia sprach davon, dass es aus dem Kapitel 31, der Vers 33, что Бог уже тогда сказал, я создам новый завет. Gott sagte schon damals, dass er einen neuen Bund schaffen würde. Не такой завет, который я заключил с Израилем. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Я вложу законы мои в сердца их. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen, auf ihre Herzen. Напишу на сердца их. И буду их Богом, а они будут моим народом. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Это тот завет, который я заключу тогда. Das ist dieser Bund, was ich dann schließen werde. Schau her, Gott hat geträumt. Gott hat einen Termin sich eingeschrieben und sagte, am Pfingstfest wird das geschehen. Der Heilige Geist wird kommen und er wird auf ihre Herzen schreiben, das, was sie damals nicht erfüllen konnten. Das war alles nutzlos. Weißt du, ohne den Heiligen Geist schaffst du niemals, deinen Charakter zu ändern. Auch wenn du dir einen Plan machen wirst, du wirst gute Werke tun, Но представляешь, не, ты не сможешь изменить свой характер. Aber du wirst deinen Charakter nicht verändern können. Даже если ты будешь цели ставить. Auch wenn du Ziele stellen wirst. Бесполезно. Das ist nutzlos. А это правда, но это ужасная правда. Das ist die Wahrheit, aber das ist die bittere Wahrheit. Без Духа Святого люди не меняются в характере. Ohne den Heiligen Geist verändern sich die Menschen im Charakter nicht. А Дух Святой сходит. Aber wenn der Heilige Geist kommt, там что-то на сердцах начинает писаться. Dann fängt an, etwas auf den Herzen aufgeschrieben zu werden. Пишет свои заповеди туда. Gott schreibt dort seine Gebote drauf. И вдруг человек понимает, эй, und plötzlich versteht der Mensch, hey, я эгоист. Ich bin ein Egoist. Ui, я гордец. Ui. Ich bin ein stolzer Mensch. Ui, Дух Святой говорит, пойди попроси прощения. Oh, Heiliger Geist sagt, komm, geh und bitte um Vergebung. И ты это делаешь уже легко. Und das fällt dir schon leicht. Это то, что делает Дух Святой. Das ist das, was der Heilige Geist macht. Люди говорят, старайся не грешить. Die Menschen sagen, versuch nicht zu
sündigen. Kannst vergessen. Можешь забыть. Я говорю, не старайся. А я sag dir eins, du brauchst nicht einmal versuchen. Даже не старайся. Du brauchst nicht einmal versuchen. А что стараться? Was soll man dann versuchen? Старайся исполниться Духом Святым. Versuche dich mit dem Heiligen Geist zu erfüllen. Старайся вот это старайся. Da sollst du dich bemühen. Старайся исполниться Духом Святым. Also versuch mit dem Heiligen Geist dich zu erfüllen. И тогда вообще нет никакого больше желания, стремления. Dann wirst du auch kein Streben mehr nach dem. Как гнилой зуб это выпадет у тебя. Also das wird wie ein fauler Zahn aus dir rauskommen. Да, любая нечистота. Jegliche Unreinheit Когда wird dann исполняться будешь Духом Святым. Wenn du dich mit dem Heiligen каждый Geist erfüllen день, wirst, каждый jeden день, Tag. Каждый день. Jeden Tag. Вот это единственное, чего надо стараться. Das ist das Einzige, wonach man streben soll und versuchen soll. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Когда ты будешь уже иметь эту силу внутри себя. Dann wirst du diese Kraft in dir haben. Я так рад, что Дух Святой держит нас. Ich freue mich so sehr, dass der Heilige Geist uns festhält. Не ты держишь Дух Святой. Не ты держишь Дух Святой, а Он тебя. Also, was der Heilige Geist mich festhält. Nicht ich den Heiligen Geist festhalte, sondern er mich. Er hält mich fest, ja. Он держит меня. Amen. Dass der Heilige Geist uns festhält. Ja, это как в истории, я могу рассказать еще. Das ist wie in einer Geschichte. Ja, эта история записана у Кеннета Хейгена в его книге. Diese Geschichte ist beim Kenneth Hagin in seinem Buch eingeschrieben. Несколько солдат несли аэростат, наполненный гелием. Paar Soldaten trugen was Aerostat, das ist Luftballon. Genau. Also ein Luftballon voll mit Helium. Mit Helium. So, и кто знает, они эти все шары, они летят вверх сами по себе, Und, да? Jeder weiß, dass diese Luftballons von selber nach oben fliegen. Поэтому их надо держать. Und deswegen muss man sie festhalten. И вот они шли, куча солдат и несли, держали этот шар. Und so lief diese Soldatenmenge und hielten diesen Luftballon fest. И вдруг подул ветер. Und dann kam ein Wind. Und alle Soldaten flogen weg gemeinsam mit diesem Luftballon. И там еще не было регуляторов, как сейчас. Und dort gab es damals noch keine Regulatoren, wie es jetzt Мы летали gibt. С женой на этом шаре. Und wir sind mit meiner Frau geflogen mal. Но там можно регулировать. Dort сейчас. Kann man aber jetzt regulieren. Можешь вниз, вверх, влево, вправо, все можно du сделать. Kannst, nach oben, nach unten, links, rechts. Du kannst alles а тогда machen. Его только открыли и надули его, и все, и ничего не знали больше. Aber wo man das erste Mal entdeckt hatte und hat man den aufgeblasen, dann hat man erst einmal noch keine Erfahrung in der Mitte. И они все висят, каждый на своем, Und sie hängen Канате. Alle, also jeder auf seinem Seil. Все на своих канатах висят. Jeder hängt auf seinem Seil. И люди сверху, снизу смотрят на них. Und die Menschen schauen von unten nach oben. И смотрят, как один за другим начинают падать. Und sehen, dass eine nach dem anderen anfangen runterzuschmeißen, also runterzufallen. В зависимости от того, у кого какие мускулы были. Kommt darauf an, was sie für Muskeln noch hatten, да, ob sie да, sich да. noch festhalten konnten. Кто-то через полчаса свалился, кто-то через час. Einer nach einer halben Stunde, der andere nach einer Stunde. Это было ужасное зрелище. Das war ein schreckliches Bild. Они разбивались. Denn sie zerbrachen unten никто am Boden. Не мог ничего сделать снизу. Und keiner konnte etwas unten machen. И так они все один за другим поразбивались. Und so einer nach dem anderen sind sie umgekommen. Кроме одного. Außer dem einen. Один висел. Einer ist dran gehangen. 4 часа висит. 4 Stunden hängt er. 5 Stunden hängt er. 6 часов висит. 6 Stunden hängt er. Люди думают, что такое? Die Menschen denken sich, was ist los? Как он там держится? Wie hält er sich dort fest? И он все висел и висел и висел. Und er hang und hang. Пока они не додумались расстрелять этот шар. Bis sie kapiert haben, diesen Luftballon zu zerschießen. Ja. И когда он спустился вниз. Und als er runtergekommen ist, sie haben ihn gefragt, wie hast du dich festgehalten? Он говорит, какие проблемы? Er sagt, was für Problem? Я, говорит, смотрю, внизу еще есть остаток каната. Ich denke mir, da ist unten noch ein Teil des Seils. Я взял остаток каната. Ich habe noch diesen Stück vom Seil noch genommen. Обвязался. Hab ihn um mich обвязался. Umgebunden и сидел на канате. Und saß auf diesem Seil. Наслаждался видом. Und hab die Aussicht genossen. Слушай, у тебя есть канат. Hör zu, du hast ein Seil. С большим остатком. Mit einem großen Rest. Тебе нужно просто обвязаться его любовью. Du musst einfach mit seiner Liebe dich umgürten. Когда люди говорят, держись за Иисуса. Wenn die Menschen sagen, halte dich an Jesus fest. Держись за Иисуса. Halte dich an Jesus fest. Держись, а то упадешь. Du sollst dich richtig festhalten, sonst fällst du runter.
Nein. Расслабься. Entspann dich. Тебе надо обвязаться. Du sollst dich umgürten, umwickeln durch sein, mit seiner Liebe und von ihm eine Offenbarung zu bekommen. Держишь, dass nicht du ihn festhält, sondern er dich festhält. Er hält dich fest. Und durch seine Zärtlichkeit und durch seine Liebe umgürtet oder umgeben, kannst du dein ganzes Leben lang so fliegen und immer den Flug genießen. In derselben Zeit, wo die anderen Christen sich richtig festhalten und gucken einander an und sagen, ich werde mich noch länger festhalten als du. Und du wirst alleine dort sitzen und wirst den Flug genießen. Das ist eine Offenbarung. Also, Bleib dort und genieße es, diese Zeit mit Jesus. Der Heilige Geist wohnt in uns. Halleluja. 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 Er hält dich fest. Er kam in uns hinein. Und er lässt dich nicht los. Здорово, es ist so toll. Amen. Wir werden jetzt noch singen. Давайте мы пройдем, кто у нас поет, играет. Спасибо, Господь, тебе. Danke dir, Herr. Прими сегодня этот вызов в свою жизнь. Nimm heute diese Herausforderung in deinem Leben an. Это твой челлендж сегодня. Das ist heute deine Challenge. Скажи вызов. Sag mit mir eine Herausforderung, eine Challenge. Challenge, вызов. Eine Challenge. Какой у тебя вызов? Was für eine Challenge hast du jetzt? Herausforderung. Демонстрируй свое наслаждение с Иисусом. Демонстрируй dein Genuss mit Jesus. Да. Наслаждайся очевидным образом своей жизнью в Господе. Genieße auf sichtbare Weise das Leben mit Jesus. Наслаждайся, как ты болтыхаешься с ним. Genieße, wie du mit ihm rumfliegst. Amen. Amen. Пусть это будет реклама для Иисуса. Es soll Werbung für Jesus sein. Твоя жизнь. Dein Leben. Как ты живешь. Wie du lebst. Пусть станет рекламой для Иисуса. Es soll Werbung für Jesus werden. И для этого нам дан Дух Святой. Und dafür ist uns der Heilige Geist gegeben worden, damit dein Leben keinem anderen Leben auf dieser Erde ähnlich ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sagte Jesus. Nicht derjenige, der andauernd etwas sagt. Nein. Sondern er soll auf deinem Gesicht draufstehen. Er soll nicht nur in deinem Gesicht, sondern auf deinem Herzen draufgeschrieben sein. Er soll hörbar sein, wie du sprichst, wie du lebst, in deiner Familie, in deiner Beziehung und zu den Arbeitskollegen, mit deinen Klassenkameraden. Er soll sichtbar sein, offensichtlich, dass du genießt. Das ist das Leben, was du genießt. Amen. Amen. Besonders jetzt, wo Leute in Panik sind, wo die Menschen in irgendeine Panik drin sind. Sie sind verwirrt, befinden sich in verschiedenen Ängsten. Bei uns sollte das überhaupt nicht sein. Es sollte Frieden herrschen. Ruhe soll herrschen. Die Sicherheit und Überzeugung. Freude soll herrschen. Jesus ist in dir. Denn Jesus ist in dir. Сила, und du hast diese Kraft, was die anderen nicht haben. Lass uns gemeinsam aufstehen. Спасибо, danke, lieber Herr. Тебя, Господь, wir haben heute dich genommen als die Offenbarung, wie dieses Seil in unserem Leben. Спасибо, danke dir, dass er uns festhält. Dieses Seil der Offenbarung. Спасибо, что ты держишь нас, Господь. Danke dir, dass du uns festhältst, Jesus. Что ты пришел, Дух Святой. Dass du gekommen bist, Heiliger Geist. И остаешься с нами. Und du bleibst mit остаешься uns внутри нас. Du bleibst bei uns innen drin. Ты не оставляешь нас. Du verlässt uns nicht. Спасибо тебе, Дух Святой. Danke dir, Heiliger Geist. Что ты не обижаешься и остаешься с нами. Auch wenn du dich beleidigst, bleibst du bei uns. Когда мы приходим к Тебе kommen, и просим прощения, und bitten um Vergebung, Ты остаешься всегда с нами, bleibst du immer mit uns. Спасибо Тебе, Дух Святой. Danke dir, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja.